Haus an Halloween sieht richtig, richtig cool aus. Oh, hallo. Hey, Vitamine, was machst du denn hier? Guck mal, ich habe mich auch verkleidet. Oh, das ist richtig, richtig cool. Und, oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Armee. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr seht es, Freunde, Vitamine und ich haben unser Halloween-Kostüm an. Yeah! Genau, weil es ist ja bald Halloween und guck mal, wie die Stadt aussieht, Sandy. Wow, das sieht super cool aus, weil bald, Freunde, ist ja Halloween in der Stadt und darauf freue ich mich schon super sehr. Ja, ich mich auch. Puh, süßes oder saures? Richtig gut. Und ich bin als Vampir verkleidet und mein bester Freund Vitamine ist so als Skelett verkleidet. Das sieht ja super gruselig aus. Oh ja, Cindy, und du hast dein Haus richtig cool geschmückt, muss ich mal sagen. Oh ja, du deins aber auch. Aber Vitamine, die Stadt zeigen wir später unseren Freunden. Erstmal gibt es ja einen neuen Nachbarn in der Stadt. Dem, da bin ich einmal schon vorbeigelaufen, aber ich habe noch nie mit dem geredet oder sowas. Ja, ich auch nicht. Wollen wir da mal zum allerersten Mal zum neuen Nachbarn in der Stadt gehen? Ja, ich glaube schon. Guck mal, wir können ja sogar ein Willkommensgeschenk geben, so ein kleines Truthahn. Ja, darüber würde sich bestimmt richtig doll freuen. Dann los geht's, Vitamine. Oh, die Stadt gefällt mir super, super sehr. Und Freunde, schreibe doch gerne unten in die Kommentare, wie du die neue Stadt findest. Also Vitamine und mir gefällt die super gut. Und wenn dir die neue Stadt gefällt, kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und guck mal, die ganzen Bäume, die verlieren schon ihre Blätter. Oh mein Gott, ist das cool. Tendi, guck mal, ich erschreck sie jetzt. What? Oh mein Gott, Vitamine. Noch ist aber nicht Halloween in der Stadt. Es dauert noch ein bisschen. Richtig gut. Und ach, Moment mal, bevor wir zum neuen Nachbarn gehen, sollen wir mal wieder zum bösen Opa gehen? Ja, da können wir auch mal gucken gehen. Der hat mich ja mal mit Stein abgeworfen. Der ist nicht nett. Und ja, ich glaube, der ist so richtig böse. So, und jetzt ganz leise, Vitamine. Okay, aber nicht so laut rascheln im Gras. Geh mal rein. Du kannst ja die Seite da gehen. Ich gehe mal hier rein. Ja, sehr gute Idee. Und jetzt mal schauen, ob der böse Opa vielleicht irgendwas sagt. Da ist der, Freunde. 8 Tage. Oh? 8 Tage. Hey, Vitamine, hast du das auch Der böse Opa hat gesagt 8 Tage. Was? Der wird immer gruseliger. Und was soll denn in 8 Tagen jetzt passieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, was richtig Gefährliches wird in 8 Tagen passieren. Nicht, dass da was Schlimmes passiert. Oh nein. Oh, ich hoffe nicht. Aber egal, Vitamine. Wir sind jetzt nicht wegen dem bösen Opa hier, sondern wegen dem neuen Nachbarn in der Stadt. Genau. Und guck mal, die haben sich auch schon alle so verkleidet. Das ist ja mega cool. Oh, das ist super, super cool. Und der hat sogar Kürbis auf dem Kopf. Wow. Yeah, wir alle freuen uns schon richtig sehr auf Halloween. Und wow, schau mal, da ist schon das Haus vor. Vom neuen Nachbarn, Vitamine. Richtig gut. Dann gehen wir mal vorbeischauen. Warte. So. Und sehr, hallo. Sehr gut. Oh, guck mal, hier ist die Puppe von dem. Wie cool. Stimmt, aber die sieht mega gruselig aus, finde ich. Ja, das stimmt. Dann komm, Vitamine, gehen wir zum neuen Nachbarn. Ding dong. Hallo, wir sind es, Sandy und Vitamine. Dürfen wir reinkommen? Genau. Ja. Ding dong, ich bin. Sehr, sehr gut. Ja, Sie sind der neue Nachbar in der Stadt. Und das ist mein bester Freund Vitamine. Du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen. Hallo, ich bin's, der Vitamine. Und ich bin der beste Freund von Sandy. Und wir wollten Sie mal begrüßen in der Stadt. Deswegen haben wir auch einen Truthahn mitgebracht. Den lege ich hier einfach auf den Tisch. So. Yeah, sehr, sehr gut. So als kleines Willkommensgeschenk. Und mich und Vitamine freut es super sehr, dass wir einen neuen Nachbarn in der Stadt haben. Das ist richtig cool. Und ich hoffe, wir können Freunde werden, oder Vitamine? Ja, natürlich. Das werden wir auf jeden Fall. Und können wir uns eigentlich mal das Haus angucken? Ja, ja, okay. Sehr, sehr cool. Wow, sie haben es ja richtig gemütlich hier drin. Das ist so richtig cool, das Haus. Ja, und warte mal, hat der sogar einen coolen... Wow, der kann sogar ganz cool die Stadt sehen. Sandy, guck dir das mal an. Das ist super cool. Aber Vitamine, ich würde sagen, los, wir zeigen den neuen Nachbarn mal die Stadt. Und unseren Freundin, also dir natürlich auch. Hihi. Genau. Okay, kommen Sie einfach mit und folgen Sie uns. Sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, Sie haben ein richtig schönes Haus. Stimmt's, Vitamine? Ja, und
Mir gefällt auch Ihre Mütze, darf ich die haben? Oh, meine, super, super cool. Aber Sie müssen sich noch verkleiden vor Halloween, ne? Genau, weil wir sind schon alle verkleidet und ich glaube sogar die Eismann auch und sowas. Ja, dann würde ich sagen, los, los, los. Komm, wir zeigen dem neuen Nachbarn die Stadt. Also hier haben wir auf jeden Fall den Arzt. Also wenn Sie mal krank sind, können Sie einfach hier zum Arzt gehen. Genau, wenn Sie Husten haben. Sehr, sehr cool. Und hierhin würde ich am besten nicht gehen. Hier ist Nein. Der böse Opa. Der ist richtig, richtig böse. Also nicht dahin gehen. Genau, der ist mega böse. Da gehen Sie lieber nicht hin. Und hier wohnt sogar der Daniel. Das ist auch ein mega cooler Kumpel von uns. Genau, und hier ist mein Haus. Hier wohne ich. Und du kannst ja mal dein Haus zeigen, Vitamine. Genau, und das hier drüben ist mein Haus. Das ist so orange, ne? Das passt immer passend zu der Farbe, von der Hautfarbe. Ja, das ist auf jeden Fall auch super, super cool. Und die ganze Stadt ist auf jeden Fall im Halloween-Look gestaltet, weil bald in der Stadt Halloween ist. Sandy, guck mal. Selbst sogar das Dach vom Mecker, das ist anders. Stimmt schon. Moment, hey, guck mal, der Bäcker hat sich sogar verkleidet. Was ist das denn, der Bäcker? Oh Mann, das sieht aber mega witzig aus. Ja, da hast du recht. Das ist ein richtig cooles Halloween-Kostüm. Sie sind so ein Kürbis. Super cool. Also hier, lieber Nachbar, gibt es wirklich die besten Brötchen der ganzen Welt. Ja, genau. Die schmecken mega lecker. Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir sogar in die Innenstadt. Da ist der Eismann, der Blumenladen und sogar der Nudelverkäufer. Ja, da hast du recht. Und guck mal, sogar die sind verkleidet. Oh, Moment mal. Der Eismann ist ein Zombie. Guck mal, der hat sich als Zombie verkleidet. Hallo, Zombie. Ich würde gerne einen Eiszombie haben. Richtig gut. Also, hier gibt es das beste Eis, was es gibt. Wenn Sie mal Blumen kaufen möchten, können Sie einfach hier hingehen und... Wow, guck mal, die Blumenverkäuferin, Vitamin, wie gruselig. Oh ja, das ist mega gruselig, aber auch mega gut geschminkt, oder? Ja, da hast du recht. Also hier ist auf jeden Fall ein richtig cooler Blumenladen. Dann haben wir hier den Nudelladen und Moment mal, guck mal, der Nudelverkäufer ist als Clown verkleidet. Hallo, hallo, gruseliger Clown. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Clowns, Cindy, muss ich sagen. Ja, ich auch, aber das ist ja nur ein Kostüm. Sehr, sehr cool. Und hier ist auf jeden Fall der gruselige McDonald's. Wow, wow. Und hier gibt es auf jeden Fall richtig, richtig leckeres Essen, Herr Nachbar. Genau, der hat auch so einen komischen Kürbis, gruseligen Kürbiskopf auf. Oh Gott, schnell raus, Cindy. Richtig gut. Und wenn Ihre Haare mal zu lang sind, dann können Sie einfach zum Friseur gehen. Hallo, oh, wie cool. Und ich finde es mega cool, dass fast jeder mitmacht bei Halloween. Ja, stimmt. Jeder hat sich hier an Halloween verkleidet. Das ist super cool. Und guck mal, selbst die Läden und das Kinoschild hat sich geändert. Und das Glas hat sich geändert. Wow. Ja, das ist alles super, super gruselig. Hier ist der Essensladen. Also wenn Sie mal Hunger haben, können Sie einfach hier ein bisschen essen. Hier ist die Bank. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und hier geht mein bester Freund Vitamin und ich super gerne hin, nämlich zum Kino. Genau, hier gehen wir wirklich mega gerne hin. Und hier gegenüber arbeiten wir sogar. Das ist die Polizeistation. Die sieht zwar ein bisschen komisch aus zur Zeit, aber normalerweise arbeiten wir da. Stimmt's, Sandy? Ja, da hast du recht. Richtig gut. Dann haben wir hier noch einen Lucky Block Laden. Also wenn Sie mal Lucky Blöcke kaufen wollen, können Sie sich die einfach kaufen. Genau. Jetzt ist es vielleicht sogar ein Kürbisladen. Ja, da hast du recht. Also, mir gefällt die Stadt auch super, super gut hier in diesem Halloween-Style. Ja, ich muss sagen, mir auch, Cindy. Mir gefällt das mega doll. Ja, das ist auch alles so gruselig hier. Yeah. Hier haben wir mal einen Kleiderladen, falls Sie mal neue Kleider brauchen. Und hier haben wir einen Süßigkeitenladen. Und hier gehen Vitamine und ich auch richtig oft hin. Ja, weil es mega leckere Süßigkeiten auch gibt. Ja, und wir lieben Süßigkeiten. Das ist so cool. Und hier ist ein Spielzeugladen. Das ist auch ein richtig cooler Laden. Da gehen wir auch super oft hin. Oh yeah. Spielzeug, Spielzeug. Hier, heute nicht, Vitamine. Und hier haben wir auch einen sehr, sehr schönen Ort, wenn man sich mal ein bisschen entspannen will. Hier ist nämlich der Park. Und der gefällt mir auch super, super gut. Ja, mir auch. Und guck mal, der sieht aus wie eine Mumie. Oh ja, stimmt, ist auch verkleidet. Das ist super, super cool, dass wirklich alle an Halloween mitmachen. Oh yeah. Ja, und die Bäume sehen jetzt auch im Herbst so mega cool aus. Ja, da hast du recht. Und Herr Nachbar, wie gefällt Ihnen die Halloween-Stadt? Ja, die Stadt gefällt Ihnen richtig gut. Ja, das freut Vitamin und ich super doll zu hören. Und ich hoffe, wir werden gute Freunde. Und Sandy, erschreckt den mal, warte. Okay. Und,
Richtig, richtig gut. Und es hat super, super viel Spaß gemacht, mal dem neuen Nachbarn heute die Stadt zu zeigen. Genau. Und da würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.